kurz darauf. Ey, was machst du? Hallo, ich bin Patrick. Was machst du? Ey, guck mal, sind die Muskeln krass, wir oder? Nichts mal, wir haben nichts zu machen, cool. Ja, wow, das, heftig. Ja, ich geh zum Workout. Entweder bleibst du hier und guckst noch ein bisschen Muskeln an oder was? Ich muss los, okay, ciao. Jetzt nicht so. Warte kurz. Was denn? Sei doch nicht eifersüchtig. Was soll denn das? Ja, er hat mir nur geholfen. Ja, du lass ihn doch von anderen aus. Ich habe aber nur auf dich gewartet. Dann hat er mir seine Hilfe angeboten, ja? Und du brauchst doch gar nicht so eifersüchtig sein. Jetzt, tu doch nicht so. Ja. Komm schon. Und vor allem, weißt du was? Die Männer, die so viele Muskeln haben, die haben meistens nichts in der Hose. Also keine Sorge. Ich würde jetzt gerne wissen, was du in der Hose hast. Warte. Komm her. Nein. Ja, was ist denn los? Komm. Nein, was ist denn? Ey, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr da drauf. Was soll denn das? Also ist das? Wenn du nicht willst, dann geh ich zu ihm. Nein. Ich kann jeden haben. Nein, warte doch. Ich bin schon echt ein bisschen platt. Lana akzeptiert überhaupt keine Grenzen. Sie grapscht Ben an. Das hat doch nichts mit Liebe zu tun. Die ist eine Trophäenjägerin. Wenn Ben nicht, dann eben jemand anderen. Männer sind halt austauschbar für sie. Und das könnte Ben jetzt hier ganz gut erkennen. Ich will auch, aber nicht hier in der Öffentlichkeit, verstehst du? Wir können doch später zu mir hier noch ein bisschen entspannen. Nein, nicht später. Entweder jetzt oder gar nicht. Entscheide dich. Ja, dann gehen wir jetzt. Ja, komm. Oh Mann, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Ich hoffe nur, dass Sascha den besorgt hat. Am Anfang fand ich es ja noch ganz süß, dass Ben so schüchtern und zurückhaltend ist. Aber mittlerweile geht's mir richtig auf den Sack. Denn immer, wenn ich ihm näher kommen will, hat er irgendwie eine Ausrede oder sowas. Aber damit ist jetzt Schluss. Entweder heute oder gar nicht. Eine Stunde später. Ben hat keine Wahl mehr. Der 18-Jährige muss mit Lana schlafen. Mitbewohner Sascha ist seine vermeintlich letzte Rettung. Warte. Was ist denn? Warum soll ich denn schon wieder warten? Willst du schon wieder abhauen? Nein, keine Angst. Ich will nur kurz zu Sascha gehen und sagen, dass er uns nicht stören soll, damit wir alleine sind. Dass wir. Okay, aber beeil dich, ja? Ja, klar. Ich warte auf dich. Bis gleich. Ja. Ich muss vorbeikommen, dann müsste ich eigentlich Zeit haben. Hast du eine Sekunde? Hast du einen so? Sag mal, kannst du eigentlich nicht anklopfen? Ja, was tut mir ist leid, los? Aber hast du den gesagt? Nein. Ist da und will sofort mit mir schlafen jetzt. Nein, sorry, Mann, ich hab's noch nicht geschafft. Das war einfach viel zu spontan. Ich hab's nicht geschafft. Nein, ich brauche das. Das wird schon. Nein, ich brauch den. Das ist wichtig jetzt. Du schaffst das auch so. Guck mal, das Telefonat ist richtig wichtig. Komm, ja, du schaffst das schon. Du redest doch, ich hab mich auf dich verlassen. Ja, sorry, das war einfach zu spontan. Ich hab's nicht geschafft. Komm, das ist wichtig. Komm, geh, du schaffst das schon. Ich drück dir die Daumen. Mach. Entschuldigung. Da bist du ja endlich. Oh, du kannst mir doch schon ein bisschen helfen, oder? Entgegenkommen, zumindest die Jacke ausziehen. Ja, ich bin mal gespannt. Ben steht jetzt mit dem Rücken zur Wand. Da ist keiner mehr, der ihm helfen kann. Wie wird er sich entscheiden? Augen zu und durch? Oh mein Gott! Was ist das? Alter, ist das der Grund? Das? Dass du nicht mit mir schlafen wolltest? Ist das dein Ernst jetzt? Oh Gott, ich glaub das gar nicht. Ey, ich zieh mich direkt wieder an. Was ist das? Du hast ja gar nichts in der Hose. Meinst ich liebe dich, wir können es trotzdem probieren. Du liebst mich, das kannst du jemand anders erzählen. Meinst du, ich will mit einem Mann zusammen sein, der sowas in der Hose hat, also gar nichts? Ganz bestimmt. Wir können es doch trotzdem versuchen. Ich liebe dich über alles. Ich würde alles für dich tun. Das kannst du jemand anders erzählen. Ich hau jetzt ab direkt. Nein, Schatz, bitte warte. Lass uns doch drüber reden. Wir können doch trotzdem Lösungen finden. Das ist ja nichts. Schatz, bitte. Nein, lass mich. Bitte. Schatz. Hey, aber bitte sag's keinem. Ich wusste, wie Lana reagieren wird. Ich wusste es von Anfang an. Und jetzt ist es genauso passiert, wie ich es mir gedacht habe. Jetzt werden alle über mich lachen und jetzt werde ich als einsame Jungfrau mit einem Mini-Penis sterben. Der nächste Tag. Lana hat noch niemandem vom Zwischenfall mit Ben erzählt. Sag mal, Lana, wie kommt es eigentlich, dass du so eine gute Note in der Klausur hast? Ich meine, du hast doch dafür nicht so viel gelernt und die Beste bist du doch auch nicht. Naja, also erstmal bin ich auch nicht die Schlechteste in der Schule. Abgeschrieben habe ich auch nicht, denn das brauche ich ja nicht. Denn Ben hat mir nämlich die Klausur vorher besorgt. Ben? Ja.
Okay, und das erklärt auch, warum Timo und die anderen so eine gute Note haben? Warte, Timo und die anderen? Ja. Nein, also das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass Ben denen das auch gegeben hat, weil die hassen sich doch. Weißt du, also ich bin mir sicher, er hat denen das nicht gegeben. Keine Ahnung, warum die so gute Noten haben. Naja, ich meine, weil sonst bekommen die ja auch nichts auf die Reihe. Weißt du denn, wo Ben die Arbeiten besorgt hat? Nein, und ganz ehrlich, es ist mir so scheißegal. Warum? Ich meine, ist irgendetwas vorgefallen zwischen euch? Ja, wir sind nicht mehr zusammen, ne? Ich habe Schluss mit ihm gemacht. Bitte? Das war's. Warum? Ja. Erstmal musst du mir wirklich versprechen, dass du das niemandem auf der Welt erzählst, weil du weißt gar nicht, wie peinlich mir das ist, dass ich das nicht vorher gemerkt habe. Ich schäme mich richtig fremd. Ja, natürlich. Du weißt, ich bin deine beste Freundin. Du kannst mir alles erzählen. Ja, also wie fange ich denn an? Wir wollten endlich miteinander schlafen. So, ich habe ja auch so lange drauf gewartet. Und dann habe ich ihn ausgezogen. Und dann habe ich gesehen, er hat einfach in der Hose, weißt du, wie groß ein Tic-Tac ist? So, und dann vielleicht noch anderthalb Tic-Tacs, so groß wie ein Mini-Winnie-Würstchen, ey. Warte, ist das so dein... abartig? Nein, ist das dein Ernst? Ja, verstehst du nicht? Er hat nur sowas, was soll ich denn damit? Das ist doch kein Mann fürs Leben. Na und? Es kommt nicht nur darauf an? Ey, ganz ehrlich, das geht nicht. Ist ja widerlich. Oh mein Gott, ich glaub's nicht, mit was für einer blöden Schlampe ich befreundet bin. Wie bitte? Verstehst du mich überhaupt nicht? Nein, ich verstehe dich nicht. Wie kannst du sowas machen? Er ist so ein lieber Junge und du machst so etwas mit ihm? Ja, pff, ist mir doch egal. Ganz, nee, das oh mein nicht. Gott, du bist so eine kleine Was Bitch. Ist denn los mit dir? Ganz ehrlich, du bist so eine Hure. Hör auf! Fass mich nicht an! Doch mal, nein, verstehst du meine Situation nicht? Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich meine, oh mein Gott, ich kann's nicht glauben, warum ich mit dir befreundet war. Weißt du was? Wenn du ihn so toll findest und damit umgehen kannst, dann stopp ihn dir doch. Ben, tut mir so leid. Lana ist so eine hinterhältige Hexe, dass sie so mit ihm spielt. Dafür, dass er einen kleinen Penis hat, kann er doch nichts. Oh, ich liebe Sophie und ich finde es so wunderbar, dass sie auch feststellt, Mensch, eine Freundin für mich, die Lana, auf keinen Fall. Ja, genau so geht's. Grenzen setzen, Qualitätsmanagement, bitteschön. Und Sophie, dann mal ab zu Ben. So call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Ben ist verzweifelt. Er schämt sich für seinen vermeintlich zu kleinen Penis und will nur noch abhauen. Der 18-Jährige weiß keinen anderen Ausweg. Oh, hi. Hi. Ben, dürfte ich vielleicht reinkommen? Ja, klar, komm rein. Ich wollte dich was fragen. Du warst seit Tagen nicht in der Schule und ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Ja, ist alles gut. Ich bin ein bisschen erkältet und sowas und deswegen war ich momentan nicht in der Schule. Ben, ich weiß, dass du nicht deswegen in der Schule warst. Lana hat mir alles erzählt. Wie, sie hat dir alles erzählt? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, sie hat mir von deinem Problem erzählt. Du meinst von meinem kleinen Problem jetzt hier? Ja. Also, ja, sie hat mir alles erzählt. Niemals. Sowas wird sie niemals machen. Doch, hat sie. Wie kann man sowas machen? Wieso macht man sowas? Wie? Was fällt Lana ein, das einfach weiterzuerzählen? Gefällt es ihr, mich bloßzustellen oder was? Ich dachte, sie hätte mich geliebt, aber hätte sie mich wirklich geliebt, dann hätte sie das doch niemals gemacht. Aber ist sowieso scheißegal, weil ich werde sowieso wegziehen. Warum weg? Wohin willst du? Du kannst doch jetzt nicht einfach weg. Wie, klar kann ich weg. Nein. Es macht keinen Sinn, alle wissen es bestimmt. Gehen. Wie, ich kann, natürlich kann ich gehen. Sachen sind gepackt, tschüss. Du kannst doch jetzt nicht einfach aufgeben und das nur wegen Lana. Tschüssi, ich kann mich hier nicht mehr blicken lassen. Alle werden mich auslachen. Außerdem bin ich die Einzige, die davon weiß. Wie kommst du darauf? Lana schämt sich wegen der ganzen Sache. Sie hätte es nur mir erzählt. Ja, aber ist egal, ich muss sowieso weg. Das ist. Aber warum? Timo hat auf dem Klo meinen Penis fotografiert und hat das jetzt als Beweisfoto. Und hat mir gedroht, dass er es im Internet veröffentlicht, wenn ich nicht mache, was sie sagen. Das ist also der Grund, warum die anderen alle so gute Noten haben? Ja, du hast die Prüfungen geklaut? Ja, ich musste die Prüfung klauen, sonst hätten sie es veröffentlicht. Was hätte ich machen sollen? Im Internet, das hätte jeder Mensch auf der Welt gesehen, hätte ich nirgendwo mehr hingekonnt. Weiß nicht, was ich machen soll. Also,
Ich hätte da schon eine Idee. Wie meinst du, was denn? Naja, eigentlich kann das auch noch bis später warten. Wieso? Ich muss dir vorher noch etwas sagen. Was denn? Also, ich finde dich schon ganz toll und ich bin seit längerem in dich verliebt. Ja, ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist. Also, ich... Aber ich meine es wirklich ernst und ich bin nicht so wie Lana. Ich weiß, das ist alles... So schön kann es gehen, oder? Und wie wichtig das für Ben jetzt auch ist, nach Lana diese Erfahrung mit Sophie zu machen, das rettet seine Zukunft in jeder Hinsicht. Drei Tage später. Ben war noch nie so glücklich wie mit Sophie. Denn sie liebt ihn so, wie er ist. Und seine Penisgröße spielt für sie keine Rolle. Ich bin so froh, dass du der Polizei endlich alles gesagt hast. Ja, das ist... Ich hatte ja eh keine andere Wahl mehr. Und dadurch, dass ich so schnell... Dadurch, dass du wachst? Dadurch, dass ich so schnell ein neues Berufsförderungszentrum gefunden habe, war einfach alles einfacher und... Ich danke dir so krass, du hast mir so viel geholfen dabei, ehrlich. Und das ist doch selbstverständlich. Ich liebe dich auch. Was ist denn das? Wächst da was? Vielleicht. Na dann komm, dann gehen wir nach Hause und gucken nach. Ja.